So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Tullwot 2. Moment. So, musste gerade mein Headset neu richten. So, ja, wir spielen wie immer die Tier Challenge. Und wir sind jetzt schon ja, wir haben uns verdoppelt das letzte Mal. Jerusalem und Petra. Das letzte Mal, also ich habe ja, ich mache ja immer so eine Aufnahmesession. Deswegen, also die letzten zwei, drei Folgen haben wir uns jetzt verdoppelt. Mit den feindlichen Armeen sieht es jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm aus. Also hier sind, glaube ich, zwei oder drei. Ja, ich glaube, zwei sind jetzt weg. Sind entweder hierhin oder dahin, oder ich habe sie besiegt, weiß ich nicht mehr. Hier das Kuddelmuddel ist an sich egal, weil die Stadt werden wir halten. Die Überlegung von mir ist jetzt entweder mit dieser Fullstack-Armee hierhin zu gehen und Athen erstmal hier mehr oder weniger wegzuscheuchen. Damit die hier nicht mehr so einen Außenposten haben, damit die eben ja nicht von hier aus operieren können, sondern wirklich ja, wenn sie unbedingt das wollen, müssen die halt einen weiten Weg zu mir. Ihr wisst schon. So, die zweite Version, also Nummer 1 ist hier. Vorteil ist, wie schon gesagt, Athen ist weg. Erstmal, also erstmal ein bisschen ja, weg. Nachteil ist, die Insel ist schwer zu verteidigen. Also wenn ich da nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwas, also eine gute Garnison habe oder irgendwas, ja, irgendwie so eine Armee, was blöd wäre, weil dann wäre die da gefesselt. Positiv ist auch, dass ich hier Glas habe. Das wäre dann nochmal so ein Argument für eine Handelsbeziehung. So, sorry, das war ein Postbote. So, also, genau. Wir waren gerade bei, genau, hier Nummer 1. Hier, genau, Nummer 1. Nummer 2 wäre mit der Fullstack-Armee hier ein bisschen aufräumen. Genau hier ein bisschen, ja, bisschen weiter vorpreschen oder die andere Richtung, und zwar hier Nabatea erstmal einnehmen. Wenn wir hier so einen Schlenker machen, ich glaube, ich mach so. Ich glaube, ich mache so einen Schlenker. Erstmal schauen, was. Was die Runde so birgt, mit sich bringt. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass es jetzt besser wird. Weil das hatten wir schon zweimal, dass irgendwie wir uns wieder gefangen haben und dann war es doch nicht so toll und dann, also es kann jede Sekunde von allen Seiten wieder, wie jetzt, kann von allen Seiten wieder Armeen kommen und unsere, ja, sag ich doch, Sabotage, Jerusalem ausgekundschaftet, Störung, Rebellion bevorstehen. Ja, hier, ne, schon wieder, ja. Okay. Petra. Ich glaube, hier machen wir. Ja, machen wir das da. Einfach damit die Garnison hier besser wird. Okay, hier, ja.
Verdienen kann ich nichts mehr, beziehungsweise tue ich nicht mehr. Okay, also die sind alle sowas von blöd. Okay. So, also 5 Runden noch. Die sind auch ziemlich am Arsch. Okay. Der muss jetzt auch wieder normal. Steuersatz. Öffentliche Ordnung. Oder Loyalität, Attribute. Generäle. Moral. Bei Infanterie, das ist nicht so gut. Das interessiert uns eher weniger. Dann mache ich das da hier. Damit der General safe ist, beziehungsweise dass Politik und so weiter eher eine Nebensache momentan ist. Das ist gerade sehr wichtig. Okay, du da. Du kannst natürlich nicht raus. Jetzt ist die Überlegung, den da. Ja, der kommt da nicht hin. Das ist die Garnison ist da, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Genau. An sich, die sind auch nur zu ein Dreiviertel voll oder ein Zweidrittel. Aber gegen 3 Armeen wird das niemals. Werden die niemals gewinnen. Das Ding ist halt, jetzt tausche ich halt wieder. Und dann werden die wieder weggehen. Das ist jedes Mal das gleiche. Ich glaube, ich mache nicht diesen Schlenker, sondern ich gehe straight hier hin. Also ich mache einen umgekehrten Schlenker, sage ich mal. Ich glaube, das ist ja sinnvoller. Ich muss die langsam wirklich wegbekommen. Du gehst mal raus. Dann haben wir nächste Runde safe einen Aufstand. Genau. Mit der Salamis, das Salamis stört mich gerade extrem. Ich will das weghaben. Auch wenn es, also an sich strategisch wäre es wirklich besser, wenn wir das bekämen. Aber, also in real life, sage ich mal so, wäre es auf jeden Fall besser. Aber hier ist es eher weniger, beziehungsweise die KI benutzt es nicht so. Als Außenposten 1, 2 Pekiniere, Hügelmänner. Ja, der das low. Der das egal. Hopliten. Und der da, okay. Na nun. Auf eine neue Runde. Will ich mal. Just sein. Also mit den Elefanten, also ja, die Pikiniere sind leider ziemlich gerädert, aber das wird schon passen. Okay, der hat das Ganze mit bisschen Nebel garniert. Und der greift von hier an, das ist interessant. Das ist mal was Neues hier. Okay, wo sind seine Piken? Hopliten, Hügelmänner, Piken.
Also die Piken kommen hier an. Also hier auf jeden Fall. Ich würde eigentlich alle Piken hier hin tun. Zu eurem Dienst. Eure Befehle. Die Geniere formt eine Phalanx. Piken bereit. Warte, ich mach das jetzt so. Wir erwarten eure Befehle. Okay. Das ist gut, hoffe ich. Ihr geht hier hin. Okay, ihr geht dahin. Ihr werdet unterstützt von den Elefanten. Dann sollte da auch nichts schief gehen. So, irgendwie so. Ja. So, die fokussieren auf jeden Fall die Beginiere. Die da. Bin hier hin. Weil die gehen dahin, die gehen dahin. So. Streitwagen kommt so quer, um das dann zu rasieren, falls das nötig wäre. Die da, ja, keine Ahnung, die sind eigentlich unwichtig. Die kommen hier hin und das war's. So, bitte vorspulen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, von da hinten, okay. Mal schauen. Also wenn die anfangen, das Tor anzugreifen, das wird dann blöd. Dann muss ich auf jeden Fall mit den Elefanten darüber. Sieht eigentlich so aus, als wolle er dahin. Das meiste wird halt hier die treffen von da nichts. Ah, ich habe die falsch aufgebaut. Aufgestellt, meine ich. Ah, blöd. Okay, kommen die her? Wir wollen jetzt echt mit. Oh, das ist nicht gut. Das ist jetzt alles andere als gut. Dass die jetzt natürlich hier auch das Tor einreißen, ist natürlich auch nicht gut. Das ist gerade sehr schlecht. Das ist gerade echt schlecht. Ihr geht dahin. Unsere Tore sind komplett zerstört. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Schnell!
Zurücken! Zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Das ist echt ärgerlich gerade. Das ist gerade echt kritisch. Ja, könnte wirklich sein, dass das jetzt fällt. Dass das jetzt fällt. Du kommst auch hierher. Durchreiten. Unsere Tore sind komplett zerstört. Okay, noch funktioniert das Öl. Aber ich darf nicht dadurch. Okay, hier sind ein paar. Okay, hier sind ein paar, da sind ein paar. Okay. Okay. So, jetzt kommst du mal hier rein. Du fuselst da richtig geil durch. Die Männer wanken. Die wanken? Die tut auch nur so. Okay, da kam ein Charge durch, aber noch halten wir. Ist gerade auch noch in Ordnung. Das ist blöd. Das ist arg blöd gelaufen. Oder es läuft nicht gut. Sagen wir mal so. Sagen wir es mal, wie es ist. Elefanten sind halt einfach gut. Okay. Okay, der Elefant kümmert sich mal darum, weil hier. Weil hier die Piken halten noch ein bisschen aus. Wir wollen irgendwie fast keine runter, ne? Okay, du gehst mal dahin und reitest in die Seite rein. Uiuiuiui. Die Pferde tue ich weg. Was macht ihr denn? Ihr denn? So, sehr gut. Hier ist ein kompletter Block. Die gehen mal raus und chargen dann wieder rein. Das ist gut. Die chargen jetzt dann auch noch mal rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Da hinten, ja. Okay, ihr geht jetzt wieder zurück. Oh. Okay.
Die kommen jetzt durch. Wieder zurück. Wir erobern das jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich mit meinen Streitwagen machen kann. Was machen die denn da? Das ist sehr gut. Geht mal zur Seite. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das ist gerade wurscht. Geh wieder raus. Ihr kümmert euch darum. Ihr kümmert euch um die Hopliten hier. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Darum, wie sieht es hier aus? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Nicht gut. Okay. Aber, also hier, das läuft doch, das, also hier läuft es gut. Okay. Ja, aber euch wollte ich eigentlich raus haben hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Okay, die beiden wieder raus. Wieder rein. Und wieder raus. Okay, und du wieder rein. Okay, hier, euch brauche ich hier nicht mehr. Genau, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das ist sehr gut. Okay, du. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, wieder raus, wieder rein. Außer, nein. So. Der Elefant bleibt drin. Stürmisch Erschöpfung. Sehr gut. Ich muss halt eigentlich warten, bis der wieder. Bis der wieder. Was macht ihr denn? Der wieder normal ist. Weil der ist immer noch. Ja, dann charge ich halt nochmal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Pferde kann ich jetzt komplett rausziehen, weil diese paar werden dann doch von dem General weggenommen, beziehungsweise von den Elefanten. Der kommt nochmal raus. Unser General wird angegriffen. Soll ich es probieren? Nee, noch nicht. Hm.
Ja, hätte schon längst hier sein sollen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Kommandant! Tiken! Oh. Gut. Das habe ich nicht gesehen, dass das Piken sind. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, ich versuche jetzt einfach mal die zum Durchgehen zu bewegen. Der Feind hat die Tore eingenommen. Was? Okay, das ist jetzt mega kacke. Wir müssen wir jetzt komplett weg. Das ist jetzt mehr als schlecht. Das da ist auch. Sag jetzt bitte nicht. Unser General ist gefallen. Was? Der will mir jetzt nicht sagen, dass ich jetzt doch noch verliere. Meine Elefanten sind jetzt natürlich auch gestorben. Willst du? Er will mich verarschen. Der will mich sowas von. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Alter, okay. General war voll für den Arsch. Er hat nichts gemacht, was ich gesagt habe. Wenn ich wegen diesen kleinen Penner jetzt verliere, dann hau ich aber auf irgendwas drauf. Das Problem ist jetzt, dass dass jetzt das passiert. Ich dachte eigentlich wirklich, also dass der jetzt das Tor übernommen hat. Ein kompletter Gamechanger tatsächlich. Dadurch, dass er das Tor übernommen hat, ich weiß nicht warum er das gemacht hat oder geschafft hat. Naja, das war's jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hey, der General, ne? Ja gut. Das will ich auf jeden Fall nochmal probieren. Ja, ne. Gut, ich gebe jetzt auf, weil erstens, der übernimmt jetzt gerade schon den Hauptpunkt. Deswegen kann ich es vergessen. Aber das der General war echt grottig. Woher hat er 276 Kills her? Interessant. Okay, ich will es nochmal probieren. Ich werde es auch nicht zeigen. Ich werde es komplett so machen wie bisher. Oder wie bisher. Also ich werde es so spielen, wie ich es gerade gespielt habe. Oder vielleicht verbunken, also. Bunker ich mich ein. Ja. Dann mal schauen. Gut. Am Schluss werde ich es euch sagen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.